Herzlich willkommen zum nächsten Video zu der Marc-Almaz-Selektion. Heute mit zwei ganz spannenden Rotweinen aus Südeuropa. Beides Gegenden, die ich bereisen durfte. Und zwar werden wir einmal sprechen über einen Wein aus der Côte d'Iron. Das war eine Reise, die eines der Preise des WM-Finales war. Deswegen mit vielen tollen Erinnerungen verbunden. Manche kennen vielleicht auch Sur-le-Pont Avignon. Das habe ich mir dann auch anschauen dürfen, das Lied. Und das andere war eine meiner allerersten Weinreisen noch mit meinem Vater zusammen während meiner Hotelfachausbildung ins Piemont. Bekannt nicht nur für Trüffel, sondern auch für spannende Weine, vor allen Dingen Rotweine, wie wir heute sehen werden. Erster Wein, den wir heute besprechen, ist ein Wein, den man in Frankreich in jedem Bistro, in jedem Restaurant findet. Ein sogenannter Côte d'Iron. Das ist das Gebiet der Rhone zwischen der Schweiz und dem Mittelmeer, bevor die Rhone dann mündet, das sich in zwei Hauptregionen unterteilt. Die nördliche Rhone, die sich vor allen Dingen um Syrah dreht, und dann die südliche Rhone, wo die meisten Gebiete sitzen, unter anderem ganz berühmt Châteauneuf-du-Pape. Und hier geht es in der Regel um Cuvées, vor allen Dingen auf Basis von Grenache Noir. Und so auch der Wein heute ist ein Wein aus Grenache Noir, Cinsault, Syrah und Mourvèdre. Warum findet man das in jedem Bistro, in jedem Restaurant? Weil das Weine sind, die relativ erschwinglich sind, aber ganz, ganz tolles Genusspotenzial bieten. Vor allen Dingen zu verschiedensten Gerichten, gerade auch Gerichten, die was kräftiger sind. Denn auch die Weine zeigen sich relativ kräftig. Man sieht es schon an der Farbe. Das sind vor allem die Beigaben, also die anderen Cuvée-Partner, die die dunkle Farbe verursachen. Grenache an sich ist eher hell. Aber wenn man es dann schwenkt, gerade auch im großen Burgunderglas, hat man an der Nase tolle Fruchtaromen, viel dunkle Beeren, fast schon gekochte Beeren, hat aber immer auch so einen richtig floralen Touch und merkt dann gerade den Syrah und Mourvèdre an so was Pfeffrigem, was durchkommt, was wir dann auch im Gaumen spüren. Hier wirklich sehr ausbalanciert, schon kraftvoll, man merkt ein bisschen Alkohol, aber dann viel frische Säure, viel Frucht, was das Ganze schön umrundet und daher es zu einem ganz, ganz spannenden Wein macht, der jetzt mit knapp 5 Jahren auch schon beginnt, Reifetöne zu zeigen, aber immer noch trotzdem von der Frucht dominiert wird. Ist wirklich was ich euch ans Herz legen möchte. Côte d'Iron, hierzulande völlig unterschätzt, in Frankreich eben integraler Bestandteil jedes guten Essens. Etwas bekannter sind dagegen hingegen die Weine aus dem Piemont. Dort dreht sich viel, nicht alles, aber viel um die Rebsorte Nebbiolo. Warum heißt die so? Wer schon mal im Piemont war, ist morgens aufgewacht und hatte dann so Nebel in den Weinbergen, auf Italienisch Nebbia, so wurde die Rebsorte benannt. Und Nebbiolo ist als Rebsorte fast gar nicht so berühmt wie die ganz berühmten Dörfer, aus denen sie stammt, allen voran Barolo und Barbaresco. Das sind wirklich Legenden der Weinwelt, die über 20, 30 Jahre reifen können und früher auch mussten, denn es ist eine Rebsorte, die zwar hell in der Farbe ist, aber sehr, sehr viel Tannin mitbringt. Und daher hat man früher sehr lange gewartet, bis man diese Weine trinken konnte. Da man ja aber vorher schon Durst hat, wurde eine sogenannte umrahmende Appellation geschaffen namens Langhe. So heißt die Region, die Barolo, Barbaresco und ähnliche Gemeinden umschließt. Und auch da dreht es sich um Nebbiolo. Und das habe ich heute mitgebracht von der Familie Rivella. Nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Schweizer Limonade, hat nämlich nichts miteinander zu tun, sondern ist von Silvio und Guido Rivella ein wirklich spannend gemachter Nebbiolo, der, obwohl er ein 18er ist, somit noch jung, schon wahnsinnig viel Spaß macht. Und wie angesprochen, sieht man, dass er an der Farbe relativ hell ist, an der Nase viel intensive Frucht, viel erdige Töne, fast schon sowas Jodiges oder wie nasser Waldboden. Und wenn wir es dann probieren, merkt man das Tannin, aber man merkt vor allen Dingen eine enorme Seidigkeit und Eleganz. Und das ist für einen gut gemachten Nebbiolo für mich total spannend, weil das ist wie so ein wirklich bärenstarker Titan, der aber dann doch daher tänzelt. Und das finde ich bei guten Nebbiolos sehr, sehr spannend. Sind aber Weine, die aufgrund ihres Tannins für mich auch unbedingt an den Tisch gehören zu speisen. Beim Piemont denkt man natürlich immer direkt an Trüffel. Das passt auch sehr gut. Aber man isst im Piemont auch viel Wildgerichte oder auch etwas, was ich persönlich sehr gern mag, nämlich Kaninchen. Und da haben wir bei uns im Bauers im Burolac zum Beispiel ein tolles Gericht mit Orecchiette und Kaninchen. Ist was, was ich sehr empfehlen kann zum Pairing mit diesem Nebbiolo. Der ist jetzt als 18er noch etwas frisch. Da kann man ihn entweder dekantieren oder ins große Burgunderglas geben. Kann sich aber auch durchaus noch ein, zwei Fläschchen weglegen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesen zwei Rotweinen. Hoffe, sie schmecken euch genauso gut wie mir.
und freue mich, euch bald wiederzusehen, entweder im Borolac oder bei Borolac war. Ade!